Nachdem dieser Zierteil für die Musikakademie ja schon seit längerem Thema bei uns im Vorstand ist, bin ich jetzt durchaus froh, dass ich endlich mal einen konkreten Vorschlag in den Händen hatte. Von dem Ihr Vorstandsmitglied, Herr Dr. Riegler, übrigens mehr als begeistert ist. Ja, der Herr Dr. Riegler, noch kein unbedeutender Sponsor unserer Musikakademie. Nur, also, was Sie da preislich veranschlagt haben, das sprengt bei weitem unseren Raum. Ach, abspecken kann man immer. So. Ja, das höre ich natürlich gern. Nur fallen ja auch Kosten für Wartung und Pflege an. Na, die sind nicht so hoch. Nicht, ja. Dank eines speziellen und ausklügelten Filtersystems, das wo ich entwickelt habe. Und Ihr Filtersystem kann mehr als andere? Ja, um einiges mehr. Schön. Oh, Entschuldigung. Aha, das ist einer von unseren Mitarbeitern, da muss ich jetzt ran. Ja, Schwarz. Mein Bruder. Na, die Polizei müssen es nicht verständigen, da bin ich gerade. Mein Bruder liegt tot in seinem Garten. Ach, schön, dass dein Stimmungsbarometer jetzt wieder nach oben zog. Du bist also nicht mehr so sauer auf dein Rauch? Ja, ein bisschen schon noch. Meine neue Küche bestellen, ohne mein Einverständnis. Bloß hättest du ihr das ja sowieso nicht gegeben. Ja, weil ich gemeint habe, dass wir das Geld für das neue Auto brauchen, aber der alte tut's jetzt noch. Und außerdem gibt der Klügere nach. Aha. Du, dann rufst am besten dein Marion jetzt gleich an und bist wieder gut mit ihr. Nein, nicht gleich. Und wieso nicht? Magst du wegen der Küche ewig mit ihr streiten? Wo ist sie denn gerade? In Düsseldorf, bei ihrer Schwester. Was, bei uns reißen sie ja gerade die alte Küche komplett raus. Gehattel, und da überlegst du, ob du die bei ihr melden sollst. Ich weiß ja, was du meinst. Stock. Grüß dich, was gibt's? Ja, Hattel, was wird's wohl geben? Ein Leich. Warum ausgerechnet an dem Vormittag, wo ich frei hab? Weil sie es ausgerechnet jetzt gefunden haben. Ja, wo? In der Herzogstraße Nummer 16, und zwar den Chef von der Firma Teich und Garten hat's erwischt. Hast du einen Hansen schon angegriffen? Ja, der ist schon längst unterwegs. Ja gut, ich bin auch unterwegs, servus. Und deine Frau? Ja, alles der Reihe nach, man muss Prioritäten setzen, was ist der Butter? Ja. Herr Hansen! Moin, Moin! Guten Morgen! Na? Grüß euch! Ja, wer hat die Leiche denn gefunden? Gefunden hat die Leiche ein Mitarbeiter von dieser Firma, der Herr Mierstädter. Der Herr Mierstädter ist da gewesen und hat die Goldfische gefüttert. Und dann ist er unter dem Pavillon und da ist er dann liegen, sein Chef. Ja. Könnte es auch ein natürlicher Tod gewesen sein? Könnte schon, war es aber nicht.
Was machst du da so sicher? Frau Dr. Eckstein. Ach so. Servus. Grüß dich, Hartl. Moin, moin, Hartl. Schön da, ja? Ja, so schaut's aus. Ja, unser Mordopfer ist der Herr Günther Zeiler, 45 Jahre alt, ledig und kinderlos. Ein modernes Schicksal. Der Herr Zeiler war der Chef von der Firma Teich und Garten. Seine Schwester ist soeben eingetroffen, die ist fertig mit der Welt. Wo ist sie fertig mit der Welt? Im Haus. Nein, Wohnhaus, Geschäftshaus und Büro. Unter dem Pavillon haben wir eine Cognac-Flasche gefunden und drei Cognac-Schwenker. Zwei auf dem Tisch und einen direkt neben dem Herrn Zeiler auf dem Boden. Sag mal, kann man die Frösche irgendwie abstellen? Ja, freilich, hier gibt's gleich weiter. Frau Dr. Eckstein, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Frau Doktor. Guten Morgen, die Herren. Herr Moser sagt, Sie können einen natürlichen Tod ausschließen? Ah ja. Stimmt. Er hat eine kleine Wunde am Hinterkopf und das Blut ist ungewöhnlich hell. Der Cognac riecht ganz leicht nach bitterem Mandel. Und das heißt? Beide spricht dafür, dass das Opfer vergiftet wurde. Vermutlich mit Kaliumcyanid. Cyankali? Richtig. Aber genaueres wissen wir natürlich erst nach der Obduktion. Wie könnte die Wunde denn zustande gekommen sein? Also vermutlich ist er hier an einem Stuhl angeschlagen, als das Gift begonnen hat zu wirken. Wie schnell wirkt denn das Cyankali? Sehr schnell, Herr Adler. Zeitpunkt des Todes? Gestern Abend zwischen 22 und 22.30 Uhr. Gut, dann danke erstmal, Frau Doktor. Sehr gerne. Bin gespannt. Ja, und wir erst. Ja, in hier steht der Dach. Schön, ja? Lecker. Ja, bei uns hat es Heiligabend immer Karpfenblau gegeben. Tante Mathilda war das. Warte mal schnell. Ja. Das ist doch eindeutig ein frischer Schuhabdruck. Eine Spusi wahrscheinlich. Nein, Herz. Aber der Herr Mischstetter, der hat mir erzählt, dass er dieses Beet erst gestern Abend angelegt hat, damit er heute schöne Sommerblumen hineinstecken kann. Also der Abdruck kann vom Täter stammen. Ja, freilich, den muss man fotografieren, muss man sicherstellen. Gipsabdruck. Auch? Ja. Ja, dann machen Sie mal. Ja, bitte. Guten Tag. Ja? Frau Stottel. Das heißt, guten Morgen. Guten Morgen. Könnten Sie mir das hier bitte als Fax versenden? Ja, das mache ich gleich. So, jetzt stimmen die Farben endlich. Ich habe nur die Farbpatronen ausgewechselt. Darf ich fragen, was das ist? Das ist ein Küchenplan. Den hat mir gerade am Hartl seine Frau gemailt. Aha, und wieso geht dieser Plan an Sie? Damit ich den Ausdruck und das Ganze dann dem Herrn Hartl weiterreiche. Hm. Frau Stottel, das ist sehr nett von Ihnen, aber das gehört doch nicht zu Ihren Aufgaben. Meinerseits, wenn ich nur das machen hätte, was meine Aufgaben wären. Ja, aber dass man Sie jetzt für private Zwecke einspannt, Sie haben doch ohnehin genug zu tun. Mei, dann muss es heute mal jemand den Kollegen sagen, Sie vielleicht? Ja, das ergibt sich bestimmt bei Gelegenheit. Mhm. Frau Schwarz, Ihren Bruder, wann haben Sie den zuletzt gesehen? Gestern Abend. Wir haben in einer kleinen Runde mit einem Glas Cognac angestoßen. Worauf haben Sie da angestoßen, wenn ich fragen darf? Auf das steigende Interesse an dem Filtersystem, das VUI entwickelt hat. Und dieses Filtersystem, das haben Sie hier für die Firma entwickelt? Ja, aber es ist immer noch meine Idee und meine Erfindung. Da läuft eine Patentanmeldung, aber die Firma, die sollte das System vermarkten. Und bei diesem kleinen Umtrunk gestern Abend, wer ist da noch alles dabei gewesen? Mein Bruder und ich. Und Bernhard, mein Mo. Sie wohnen nicht hier? Nein, wir wohnen in Kolbermoor. Ah ja. Ihr Bruder war ledig, aber hatte er auch eine Freundin? Ja, ab und zu hat es da schon eine gegeben. Das
Letzte, das war so eine Internetbekanntschaft. Hat die Dame auch einen Namen? Ich weiß bloß, dass es gibt. Oder besser gegeben hat, weil das der Pferd auch schon wieder vorbei gewesen sei. Ja. Grüß Gott, Frau Stockel. Frau Hofer, grüß Sie. Herr 80 hat mich angerufen, dass ich dringend kommen soll, aber jetzt telefoniert er gerade. Und dann haben Sie sich gedacht, Sie trinken bei der Frau Stockel einen schönen Kaffee. Ganz genau. Ach, sonst, ist das der Plan vom Hattl seiner Küche? Ja, den habe ich im Ausdruck gemessen. Was ist denn das für eine komische Farbe? Vanille? Richtig, und die Türgriffe, die sind aus Edelstahl. Also, mein Geschmack ist ja eigentlich nicht. Ach, jetzt ist er fertig, der Herr 80er. Na gut, dann gehe ich gleich über das mit dem Kaffee. Machen wir beim nächsten Mal, gell? Für Dinner. Für Dinner, so machen wir das. Ja, kreislig. Frau Schwarz, könnten Sie sich vorstellen, wer Ihren Bruder umgebracht haben könnte? Am ehesten noch der Karl Sonnleitner. Das ist ein Nachbar. Der ist vor 2 Jahren dahergezogen und seitdem macht er Terror. Terror? Weswegen? Wegen der Frösch. Die ja bekanntermaßen quaken. Und dagegen läuft der Sonnleitner Sturm. Wie kann man bitte gegen das Quaken von Fröschen Sturm laufen? Indem man Stadtverwaltung mit Beschwerdebriefen bombardiert und eine hinterhältige und bösartige Aktion nach der anderen liefert. Was sind das für Aktionen? Mei. Er hat zum Beispiel beim Wohnhaus und beim Geschäftshaus von meinem Bruder die Türschlösser mit Sekundenkleber zugeklebt. Also das Wohnhaus auf der anderen Seite vom Garten. Ja. Sind Sie sicher, dass er das war? Ganz sicher. Bei dem dreht sich alles bloß darum, wie er uns am besten schon kann. Und warum haben Sie nicht angezeigt? Das haben wir ja. Aber es hat ja nichts gebracht, wir haben ja keine Beweise nicht gehabt. Frau Schwarz, gestern Abend so gegen, sagen wir mal, 22 Uhr, was ist da gewesen? Was ist jetzt das für ein Schmarrn? Das ist eine Frage, die wir Ihnen stellen müssen. Das ist reine Routine. Bernhard, also mein Mo und ich, wir sind so um 10 Uhr von hier weggefahren, nach Haus. Und haben Sie auch was anderes getrunken als Cognac? Na, sonst nix. Und um 10:30 waren wir dann daheim. Und da sind wir geblieben. Ausgerechnet der Chef von der Firma Teich und Garten. Sagen Sie, gibt's da schon irgendeine Spur? Ja, bis jetzt noch nicht. Apropos Teich, unser Vorstandsmitglied der Musikakademie, Dr. Riegler, wird in der heutigen Sitzung darauf drängen, dass wir das jetzt fest beschließen. Na ja, der drängelt schon die ganze Zeit. Aber ich bin nach wie vor strikt dagegen. Wenn ich mir allein hier die aktuellen Kosten anschaue. Bei denen einem schwindlig wird. Das Geld sollten wir viel lieber in die Nachwuchsförderung stecken. Die Frösche. Ja, die Frösche. Die sollten wir da vielleicht erwähnen. Frösche? Ja, die sich bei so einem Teich auf alle Fälle ansiedeln. Frösche. Ob das als Argument ausreicht? Sie muss mich schicken, damit ich am Hof bis zu unserer Sitzung noch was weiterbringe. Seit mein Bruder in Neu-Ulm im Prüfungsausschuss umeinander wurschtelt, geht's bei mir drunter und drüber. Vielleicht hat er sich ja nur deshalb freiwillig gemeldet, um sich vor der Hofarbeit drücken zu können. Sind ja zum Glück bloß nur 3 Wochen. Für den Herr 80er. Frau Hofer, wir kommen. Frösche. Also wenn das stimmt, was die Frau Schwarz gesagt hat, dann kann das Gift schon mal nicht in eine Cognac-Flasche gewesen sein. Nur kurz nach 22 Uhr haben sich Frau Schwarz und ihr Mann verabschiedet. Und vielleicht hat ja wer das Haus beobachtet und darauf gewartet, dass der Zeiler die anderen 2 hinausbringt. Ja, und dann ist der Täter in den Garten geschlichen und hat das Gift ins Glas gemischt. Ja, und der Zeiler hat ganz ahnungslos seinen letzten Schluck getan. Schauen Sie mal. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ui, schauen Sie mal, da. Na, ups. Da ist noch einer. So klein,
denn doch so laut? Na, mein Kleiner, quakt er in der Nacht auch so laut? Also mit hat das narrisch machen. Ja, mich nervt's jetzt schon. Laptop hätten wir gefunden. Vom Herr Zeiler mit Passwort. Handy auch mit Passwort. Beide sind in der KTU. Ja, der Handybetreiber, der kann uns inzwischen noch schon mal eine Liste mit den letzten Anrufen vom Zeiler rüberschicken. Das glaube ich nicht. Doch, es gibt einen streitlustigen Nachbarn, Karl Sonnleitner. Der lag mit ihm im Clinch. Ah, das wird der sein, der da früher beim Gartenzaun stand. Ah ja, kann sein. Auf jeden Fall ins Präsidium mit ihm. Kleine Frage, wolltest du nicht gleich jetzt, weil jetzt war das nicht da? Nein, lieber ins Präsidium wegen der Atmosphäre. Ne? Wir müssen uns einer darum kümmern, wo der Täter das Zürich Karlich hat. Bist du ihn oder das? Du kannst es ja im Internet gesagt haben. Hallo, liebe Frau Stockel. Folgendes. Aber natürlich werden wir überprüfen, ob irgendwo in der letzten Zeit Zürich Karlich abhanden gekommen ist. Ja, ist recht. Und ich mach dabei die Nachbarn fertig. Zuerst den Sonnleitner und dann den Rest. Das machst du. Gut. Ja, genau, Frau Stockel. Bernhard Schwarz vorladen. Danke. Wiederhören. Herr Hansen, auf dem Weg ins Präsidium, da müssen wir noch mal im Küchenstudio vorbeischauen. Ein paar Prospekte abholen. Küchenprospekte? Wow, dann schalten Sie sich jetzt aktiv in die Küchenplanung ein. Das Technische ist eh mehr Männersache. Kann ja gar nichts mehr schiefgehen, ist ja langweilig. Herr Seitz. Wissen Sie, wo ich Herrn Hartl finde? Der hat noch was Technisches zu erledigen, so eine Männersache. Ah, in Sachen Küche? Die scheint ihn ja über Gebühr zu beschäftigen. Ja, dann müssen Sie ihn schon selber fragen. Ah, Herr Hartl. Ah, Herr Seitz. Ja, Herr Hartl. Ja, liegt was an. Ja, und zwar Ihre Küchenausdrucke, die vorhin Frau Stoppel... Ah, sind die schon da? Ja, allerdings... Ja, super. Finden Sie? Ja. Obwohl es sich um was Privates handelt. Ach, privat? Also vor Frau Stockel hat der Hartl doch keine Küchengeheimnisse. Ich darf da schon einen Blick nehmen. Hauptsache, Sie drücken es mal aus, gell? Grüß dich, Stockel. Grüß euch. Hallo, Frau Stockel. Sagen Sie, haben Sie schon den Schwager des Toten erreicht? Perfekt. Wie immer heute. Und Frau Hartl, da ist dein Küchenplan. Ach, super. Beige. Das ist nicht beige, das ist Vanille. Ah, Vanille? Mhm. Ja. Schick, gell? Ja, ja. Ja, aber meinst du nicht, dass ein bisschen Farbe nicht schlecht war? Eben, Sie müssen überdenken, dass ich den ganzen Tag in der Küche stehen, Kollege. Meine Frau ist schon auch in der Küche und dem muss auch gefallen. Wie wär's denn zum Beispiel mit Anthrazit? Ja. Dann ruf das Küchenstudio an, sie sollen es mir nochmal schicken. Das 3D-Beutel arbeitet jetzt mal in Anthrazit. Ja. Ja, aber davor vernimmt es ein Schwarz, gell? Schwarz, Anthrazit, jawohl. Stockel, du gibst dein Küchenstudio Bescheid, gell? Aber kannst du das nicht selber machen? Ich muss zum Schwager. Hätte ich bloß nichts gesagt. Herr Kommissar Hansen, das ist mein Kollege Herr Hartl. Grüß Gott. Herr Schwarz, wie würden Sie jetzt Ihren Schwager beschreiben? Ja, wie würde ich den als freizeitbewussten Lebenskünstler. Das passt mit seiner Geschäftsführung aber nicht ganz zusammen. Ja, außer man hat wen, der in der Firma ständig einspringt. Seine Schwester. Also Ihre Frau. In Wahrheit hat die Petra das meiste gemanagt. Und nebenbei hat es auch noch Zeit gehabt, dieses neue Filtersystem zu entwickeln. Aber das hat es hauptsächlich zu Hause gemacht, an den Wochenenden. Ja, Ihre Frau und Ihr Schwager, wie waren die so miteinander? Ganz gut. Ich meine,
Also hin und wieder hat schon geblitzt, wie das bei Geschwistern halt so ist. Ja, dieses Filtersystem, was ihre Frau entwickelt hat, wie weit war denn das? Hat es da vielleicht schon Interessenten gegeben? Erfreulicherweise ja. Zuerst hat eine Gartenzeitschrift darüber berichtet. Und wir haben auch schon Anfragen aus der Industrie bekommen. Vielleicht produzieren wir schon bald in größeren Mengen. Seppi, habt ihr schon was wegen dem Schuhabdruck? Also, ich setz noch dran. Ruft mich an, gell? Herr Sohnleitner, da geht's lang. Was bei mir lang geht, das sag ich, gell? Aber bei uns im Kommissariat, da haben wir das Sagen. Das werden wir dann schon sehen. Erwin? Servus, Stuckel. Grüß dich, Michi. Du, Häuptling. Die sind im Büro und vernehmen gerade den Herrn Schwarz. Der Herr Schwarz. Der Herr Schwarz, das ist der Schwager vom Waldopfer. Ja, ganz genau. Danke. Bitte, viel Spaß noch. Ja, ja, danke. Herr Sonnleitner, wenn Sie nicht das machen, was wir Ihnen sagen, dann muss ich Ihnen Handschellen anlegen. Ja, nur weil ich mir von euch nichts fallen lasse, oder? Herr Mohr, gibt's ein Problem? Nein, Herr Achtziger, das ist der Herr Sonnleitner, das ist der Nachbar von unserem Mordopfer und der hat einen sehr starken eigenen Willen. Grüß Gott, Herr Sonnleitner. Grüß Gott. Sie schauen ja soweit ganz vernünftig aus. Sie werden uns ja wohl keine Schwierigkeiten machen wollen. Ganz im Gegenteil. Ich werde mich über Sie beschweren. Ich gehe bis zum Polizeidirektor. Oh, bis zum Polizeidirektor. Da sind's. Da haben Sie jetzt Glück, der steht nämlich genau vor Ihnen. Ja, das geht dann nicht, gell? Ich kann mich doch nicht bei Erna über Erna selbst beschweren, oder? Das Beschweren, das ist ein Hobby von Herrn Sonnleitner. Bei seinem Nachbarn hat er sich immer über die Frösche beschwert. Ja, ja. Frösche? So, so. Das ist ein interessanter Zähnis. Ja, das ist so. Also, die machen ein Spektakel, gell? Das ist nicht zum Aushalten. Ein Spektakel? Ja. Aha, weiter. Da braucht bloß einer einen Teich irgendwo hinbauen, gell? Schon sind diese Mistviecher da. Ah ja, und die Quaken da. Ja, ununterbrochen. Das ist interessant. Ja, vielen, vielen Dank für diese Information. Ja, bitte. Haben Sie mir sehr weitergeholfen. Und jetzt sind Sie ein bisschen so gut und begleiten den Herrn Polizeihauptmeister in den Vernehmungsraum. Genau. Wiederschauen. Grüß Gott. Herr Schwarz, wie standen Sie eigentlich zu Ihrem Schwager? Unser Verhältnis war nicht sehr herzlich, aber immer sehr korrekt. Mhm. Und die berufliche Belastung Ihrer Frau war nie Thema zwischen Ihnen? Nein, da habe ich ja nie dran geredet. Außerdem, in meinem Job ist ja auch nicht alles Honigschlecken. Was machen Sie so beruflich? Ich bin in der Gebäudeverwaltung tätig an der FH Rosenheim. Okay. Und sagen Sie, wo waren Sie gestern Abend gegen, sagen wir mal, 22 Uhr? Bei meinem Schwager. Es hat da einen kleinen Umtrunk gegeben. Kurz nach 22 Uhr sind meine Frau und ich da nach Hause. Gut, dann war es erstmal. Sie können gehen. Gern. Könnte aber sein, dass wir später noch Fragen haben. Gern. Jederzeit. Wiederschauen. Wiederschauen. Wiedersehen. Der war ja mal so richtig überzeugt von seiner Frau, was? Und von dem Filtersystem. Hatte, das wäre jetzt das Ganze in Anthrazit. Ach, merci dir. Ja. Schön. Findest du nicht, dass das ein bisschen kühl ist? Ja, doch, kühl. Das ist richtig frostig. Ich glaube, das gehört der Marion gar nicht. Ich habe eine Freundin, die hat sich vor kurzem eine Küche in Kaminrot gekauft. Okay, Kaminrot? Kaminrot? Ich hatte mal einen Fall in Hamburg. Kaminrot ist eine unglaublich warme und unglaublich angenehme Farbe. Ja, könnten wir uns jetzt vielleicht wieder unserem Fall, ja, gern, widmen. Dann rufen wir im Küchenstudio an. Ich mag das Ganze nochmal in Kamin. Und dann meldest du es gleich der Marion. Sag mal, wie wär's, wenn du das selber mal... Musst. Marion. Hasilein, grüß dich. Bei mir ist alles in Ordnung. Ja. Hasilein. Kaminrot, Frostockel. Ja, warum nicht? Ja, du willst du mal in den E-Mail-Post. Ja, Seppi, recht, die Kimmle. Ende. Ja. Hasilein. Ich muss jetzt, gell?
Meine Herren, Neuigkeiten von der KTU wegen die Schuhabdrücke. Die im Garten des Ermordeten gefunden wurden? Genau. Schuhgröße 43 könnten von Gummistiefeln stammen. Ja, 43 kommt früh. Ja, vielleicht von unserem rebellischen Nachbarn, der gegen die Frösche wettert. Herr, Sie wissen was, das fragen Sie mir am besten selber. Er ist nämlich bereits im Vernehmungsraum, ganz alleine. Ja, genau. Und jetzt den Küchenplan nochmal, und zwar in Kaminrot. Ja. Ja, bedanke ich mich. Wiederhören. So ein Geschiss. Ja. Frau Stockel. Herr Seitz. Für Ihre Ablage der Spesenausgleich. Ist recht. Herr Seitz? Ja. Haben Sie jetzt schon mal mit dem Herrn Hartl geredet? Ah, wegen seiner Küchenangelegenheit? Ja, um die sich ja mittlerweile alles dreht. Ja, ich hab da schon mal was angedeutet. Ah ja, ja, dann ist ja alles bestens. Ja, ja. Welche Schuhgröße haben Sie denn, Herr Sonnleitner? 43? 43 passt. Was soll jetzt da passen? Jetzt erzählen Sie uns doch erstmal, was Sie gestern Abend so gegen, sagen wir mal, 22 Uhr gemacht haben. Jetzt sagen Sie mir erst einmal, warum ich überhaupt da bin, nicht? Herr Sonnleitner, Ihr Nachbar, der Herr Zeiler, ist gestern Nacht ermordet worden. Der Zeiler? Ermordet? Jetzt tun Sie nicht so, wie wenn Sie sie mitgekriegt hätten. Wir haben sie doch gesehen. Ah, jetzt glauben Sie, dass ich das war, hä? Das ist doch naheliegend, ne? Immerhin haben Sie seine Türschlösser dazugeklebt. Na, na. Mit sowas habe ich nichts da. Wie auch immer, Sie haben ein handfestes Motiv. Die Frösche, ja, aber deswegen bringe ich doch keinen Menschen um, nicht? Mir war viel lieber, die Frösche waren jetzt hier. Nochmal, Herr Sonnleitner, wo waren Sie gestern auf Nacht um 22 Uhr? Zu Haus? Bin auf der Lauer gelegen, ob der Wagen wiederkommt. Was für ein Wagen? Der die letzten Nächte öfter bei uns in der Straße gestanden ist. Zuerst habe ich ja geglaubt, dass der Zeiler die Wagenlenkerin auf mich angesetzt hat. Nicht? Aber das war dann doch nicht der Fall, oder wie? Nein, weil die Frau hat immer nur aufs Haus vom Zeiler geschaut. Die Frau, wann waren die da die letzten Tage? Vorgestern. Ja, vorgestern. Gestern auch. Gestern welche Uhrzeit? So um 10 Uhr auf Nacht. Können Sie die Frau beschreiben? Ja. Ich glaube, sie war nicht so sehr groß. Brünett. Lange, glatte Haare. Haben Sie sich das Nummernschild vor dem Wagen gemerkt? Stimmt. Das hätte man eigentlich merken können. Was war es denn für ein Auto? Blau war er halt, ne? Ein blauer Kombi. Ein blauer Kombi also. Ja, natürlich ist der Küchenplan gekommen. Ach so. Ach, das ist jetzt nicht Kaminrot, sondern Bordeauxrot. Ja, Entschuldigung, dass ich das nicht gleich gesehen habe. Ich sag dem Herrn Hartl, er soll sie zurückrufen. Ja, danke. Wiederhören. Bazi. Du, Stockel, die letzten Telefonkontakte von unserem Mordopfer, von Herrn Zeiler. Ja, die Telefongesellschaft hat das vor ein paar Minuten geschickt. Das ist gut. Was ist das? Das ist nichts, das ist ein bisschen ein Klumpf am Schreibtisch von Herrn Zeiler. Aber nicht auf meinen Schreibtisch. Das weiß ich. Ich möchte sie auch nur zwischenlagern. So wie der Hartl seine Küchenpläne zwischenlagert. Genau. Oder soll ich es vielleicht gleich selber durchschauen? Sonnleitner, ich glaube, das Märchen vom blauen Kombi haben Sie uns bloß erzählt, weil Sie selber gestern im Garten von meinem Zeiler gewesen sind. Hm? Also gut, Herr Sonnleitner, wir haben Schuhabdrücke gefunden. Schöne, frische Schuhabdrücke. Ich garantiere Ihnen, Sie besitzen die passenden Gummistiefel dazu.
Ja, ich bin drüben gewesen, aber doch nicht, um den Zeiler umzubringen. Warum denn dann? Sie haben doch vergeblich Kleinkrieg mit ihm geführt. Jetzt wollten Sie endlich gewinnen. Moment, ich bin vielleicht ein bisschen laut und ich bin auch nicht zimperlich. Aber ich bin bestimmt kein Mörder. Woher haben Sie das Ciancarli, Herr Sonnleitner? Ciancarli? Ja, damit ist das Opfer vergiftet worden. Buttersäure! Bitte, Buttersäure habe ich dabei gehabt. Nicht? Die ist bestimmt nicht tödlich. Stinkt noch fürchterlich. Und wozu in drei Gottes Namen brauchen Sie Buttersäure? Ich wollte es halt in den Teich und in den Bauch reinschmeißen, ne? In der Hoffnung, dass am nächsten Tag so fürchterlich stinkt, dass ich die Viecher endlich los bin. Das ist ja... Und warum haben Sie es da nicht gemacht? Weil Vollmond war. Deswegen habe ich ja auch die Leiche gleich entdeckt, die ein paar Meter von mir entfernt unter Pavillon gelegen ist, nicht? Und da haben Sie nicht sofort die Polizei verständigt? Na, weil ich gewusst habe, dass ich sofort verdächtig werde. Deswegen wollte ich nur schnell weg. Du, Stoppel, im Kalender von unserem Mordopfer ist zweimal Patentamt eingetragen in einer Woche. Ja, dann wird er halt zweimal beim Patentamt gewesen sein. Jetzt stellt sich die Frage, was macht er zweimal im Patentamt? Was schon? Entschuldigung. Mei, die sind neuen Handys. Ja, moin. Ja, Seppi. Das ist der Seppi. KTU hat was Neues. Ja, sollen wir kommen? Ja, dann komm ich. Handy. Bitte. Oh. Ja, der Herr 80. Frau Stockel, ich wäre jetzt dann weg. Na ja, zur Sitzung in der Musikakademie, gell? Ja, und wenn was ist, SMS genügt. Ja, schönen Abend. Inna. Was macht ein Patentamt? Ein Patent anmelden, mein Gott. Dann schaut's gleich nach, ob er Buttersäure daheim hat oder vielleicht einen Ciancarli. Machen wir. Danke. Und Sie, Herr Sonnleiter, halten Sie bitte zur Verfügung. Wir jetzt. Sie sollen die Stadt nicht verlassen. Ja, wo sollt ihr denn hin? Und Ihre Geschichte mit dem blauen Kombi, was da ist? Naja, da bin ich mir nicht so sicher. Folgendes, es ist ja so. Wie denn? Unser Tutor war letzte Woche beim Patentamt, gleich zweimal. Der Zeiler beim Patentamt? Zweimal? Ich weiß. Es hat bestimmt was mit dem Filtersystem von seiner Schwester zu tun gehabt. Alle? Das wird die Stockel gleich überprüfen. Nein, wird sie nicht, wir haben ein Problem. Wir lassen. Da ist halt keiner mehr. Dann überprüft das heute morgen. Und zweitens? Zweitens hat der Seppi von der KTU den Laptop geknackt. Und da ist herausgekommen, dass unser Opfer einen regen Austausch gepflegt hat. Und zwar mit einer gewissen Sieglinde, mit IE. Ah, und bei diesem regen Austausch mit dieser gewissen Sieglinde, mit IE, worum ging's da? Amore, amore, mucho, mucho. Caramba, da fahren wir dann mal hin. Sehr gut, Herr Polizeihauptmeister Mohr. Gehen wir wieder gerne. Küche ruft der Kollege. Das Küchenstudio will wissen, was du von Bordeaux-Rot hältst. Ich hab doch Kaminrot angeschafft. Ja, aber Kaminrot haben sie nicht, deswegen haben sie jetzt Bordeaux-Rot geschickt. Das ist ja mehr braun. Also wenn du mich fragst, ich finde auch, dass das viel zu sehr aufträgt. Das ist viel zu dominant, das ist der Schlag davon. Es gibt was Neues bei unserem Fall? Nein, also Bordeaux-Rot ist unmöglich. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir Savannenakazie. Das hat was ganz Weiches und Samtiges. Savannenakazie ist spitze. Was anderes, Kollegen. Schönen Gruß von Frau Dr. Eckstein. Die Obduktion hat bestätigt, dass die Todesursache tatsächlich Ciancarli war. Echt? Die Süße interessiert sich wieder für unseren Fall. Also, wie Sie Ihre Küchenangelegenheiten da im Griff haben, Herr Kollege, ganz großes Glück. Man wächst ja mit den Aufgaben, die sich einem stellen. Grüß dich. Zum Beispiel Geschirrspüler. Geschirrspüler? Ja,
Meine Frau hat einen extra schmalen Geschirrspüler bestellt, damit mehr Stauraum in die Schränke bleibt. Aha, aber das wollen Sie anders haben, höre ich raus. Ich mache einen normal breiten Geschirrspüler. Und ich mag mehr Stauraum in die Schränke. Servus. Und der Aufgabe werde ich mir jetzt heute auf die Nacht widmen. Bevor sich der Kollege, Aufgaben tendieren dazu, einem über den Kopf zu wachsen. Ne? Also meine Küche wächst mir garantiert nicht über den Kopf. Darf ich helfen? Ja, das kann ich einer versichern. Wir sehen uns dann also morgen. Und Sie haben hoffentlich einen schönen Abend im Times Square. Danke, aber ich bin heute Abend auf meinem Boot. Ne? Danke, ja, viel Spaß. Wiedersehen. Bordeaux, Rot und Anthrazit sind jetzt leider gestorben. Ja, Entschuldigung. Wir bräuchten jetzt einen Küchenplan in Savannenakazie. Ja, ganz genau. Bedanke ich mich. Wiederhören. Es geht wohl immer noch um Herrn Hartels Küche? Ja, ich komme mir schon langsam vor wie die Zweigstelle von dem Küchenstudio. Ob Herr Hartel da überhaupt noch den Kopf frei hat fürs Ermitteln? Ganz ehrlich, wer auf zu vielen Hochzeiten tanzt, das kann nicht gut gehen. Tja. Danke. Bitte. Ja, es ist aber doch auch wirklich unerträglich, so eine dauernde Geräuschkulisse. Ja, freilich, und das bei einer Musikakademie. Ja, eben. Daddy? Hat er es passt? Ja, danke, alles bestens. Der ist vielleicht ein Nachtisch sein. Also für mich nicht. Ja, dann für mich auch nicht. Hauptsache ist, dass sich die Mehrheit gegen den Zierteich entschieden hat. So ist es. Also dann auf die Nachwuchsförderung. Und auf uns. Ja, genau. Ah, Herr Salz. Ah, guten Abend, Herr Achtziger. Hallo, Frau Hofer. Hallo. Wollen Sie vielleicht ein Glas mit uns trinken? Ja, also ich will nicht stören. Nein. Glas Prosecco vielleicht? Lieber eine heiße Schokolade nehmen. Ageko, meinst du einen Prosecco? Na gut, danke. Na geht doch. Ist der noch frei? Ja, bitte. Danke. Sie, den offiziellen Teil haben wir eh schon hinter uns. Ach so, Herr Hartel wohnt doch bei Ihnen auf dem Hof. Ja, unsere Frau ist bei ihrer Schwester in Düsseldorf, weil sie doch in ihrer eigenen Wohnung die Küche rausgerissen haben. Ah ja. Warum Franz? Ja, also Herr Hartel beschäftigt Frau Stockel zurzeit ziemlich intensiv mit irgendwelchen Küchenplänen. Na ja, dann wird ja unsere Frau Stockel voll und ganz in ihrem Element sein. Ja, das mag sein, Herr Achtziger, aber meines Erachtens nimmt das mittlerweile deutlich zu viel Zeit in Anspruch. Ja, haben Sie schon mit Herrn Hartel drüber gesprochen? Ja, aber, Herr Achtziger, wenn Sie vielleicht mal mit Herrn Hartel, Nein, also bei aller Liebe, aber ich kann mich wirklich nicht um alles kümmern. Machen Sie das. Sie mögen mich hier in Rosenheim im Kommissariat zurückrufen. Ja. Genau, unter dieser Nummer. Ja, gut, bedanke ich mich. Wiederhören. Also die im Patentamt, die sind für grad schon beschäftigt. Das macht nichts. Schönen guten Morgen, Frau Stockel. Guten Morgen, Hansen. Guten Morgen. Ach, Herr Mohr, was ich gestern jetzt vergessen habe zu sagen. No. Ja. Könnten Sie sich in der Nachbarschaft von unserem Hofer nach einem blauen Kombi umhören? Blauer Kombi, jawohl. Ja, mit einer Frau am Steuer, die angeblich die letzten Nächte das Haus von Herrn Zeiler beobachtet hat. Frau am Steuer? Folgendes, beim Sonnenleit, wir haben ein bisschen Butter so gefunden, aber sonst halt nichts. Mhm. Immerhin, ne? Mhm. Danke. Viel Glück. Kollege, Sie sind ja schon da. Guten Morgen. Guten Morgen. Und, haben Sie die ganze Nacht in Ihrer Küche rumgetüftelt? Ich habe jetzt ewig Kito, aber jetzt ist endlich so, wie es im Hamwald. Schauen Sie mal. Ah, ja. Der Marion habe ich es auch schon gemeldet. Der muss jetzt bloß noch gefallen. Und was sagt das Küchenstudio dazu?
Die sagen, dass sich mein Plan unmöglich ausgeht. Aber das weiß man doch, dass die mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Reibach machen wollen. Aber Sie meinen, dass Ihr Plan so passt, ja? Ja, hundertprozentig. Zweifeln Sie etwa an mir. Die müssen einfach bloß gleich hinschauen, die müssen nachmessen und dann sehen Sie, dass das geht. Ja, das ist so schön, dann können wir uns ja wieder unserem Fall widmen und zu der Ernährungsberaterin fahren, ne? Gerne, zur Gerstl, Sieglinde. Richtig, Sie überraschen mich. Ja, Sie mich auch. Schon, dass Sie wegen eines Termins zur Ernährungsberatung da sind. War ja nicht schlecht. Ja, vielleicht. Nein, wir sind wegen was ganz anderem da. Ja, bitte. Das ist das erste Mal, dass mich die Polizei besucht. Ja, da hätten wir allerdings gerne bessere Nachrichten für Sie. Ja, Zeiler Günther, den kennen Sie? Ja, sogar ziemlich gut. Wieso interessierten Sie das? Hat er was ausgefressen? Na, Frau Gerstl, der Günther Zeiler ist in der vorletzten Nacht ermordet worden. Ermordet? Na, das kann nicht sein. Ja, ist recht, ich leite es dann weiter. Wiederhören. Frau Stockle, bitte, unterschrieben zurück. Das ist nett von Ihnen. Unter normalen Umständen hätte es mir natürlich selber geholt. Ach, ist da was dran, dass Sie der Adel übermäßig für seine Küchenpläne einspannt? Also zu dem Thema sage ich jetzt nichts. Übertreibt er also nicht, der Herr Seitz? Nicht wirklich. Aber Herr 80er, was sagen Sie denn dazu? Das ist Savannenakazie. Gefällt Ihnen das? Sehr schön. Frau Stockel, wie ich sehe, sind Sie ganz in Ihrem Element. Günther und ich, wir sind uns das erste Mal vor 4 Monaten begegnet. Und Sie haben sich übers Internet kennengelernt? Ja. In einem Forum. Er hat immer so originell gechattet. Wir haben einen unglaublichen Spaß gehabt. Ja, aber nicht bloß im Internet, gell? Na, das ging dann ziemlich schnell. Wo haben Sie sich da getroffen? Meistens bei mir. Vorgestern Abend, 22 Uhr. Wo waren Sie denn da? Ich war daheim. Alleine? Ja, allein. Dann kann es also niemand bezeugen. Leider nein. Herr Gerstl, welche Farbe hat denn Ihr Auto? Blau, wieso? Man hat Sie des Öfteren mit Ihrem blauen Kombi vor der Firma Teich und Garten gesehen. Zuletzt vorgestern Nacht, Frau Gerstl. Und laut unseren Ermittlungen haben Sie den letzten Verkehr mit Ihrem Geliebten. E-Mail-Verkehr vor einer Woche gehabt. Vielleicht haben Sie ja einen besonderen Grund gehabt, dass Sie mir auf die Finger schauen wollten. Also gut, ja, ich bin da gewesen. Weil sich der Günther einfach nicht mehr gemeldet hat. Und an sein Handy ist er auch nicht gegangen. Kein Rückruf, nix. Und da haben Sie vermutet, dass dann noch jemand ist? Dass er schon wieder was am Laufen gehabt hat. Dass wir für ihn schon wieder Geschichte sind. Darum sind Sie eifersüchtig geworden. Ja, und da haben Sie vorgestern Nacht vor seinem Haus gewartet, bis er endlich alleine war. Frau Gerstl, warum haben Sie das Zyankali hier gekriegt? Zyankali? Ach, Simona, das ich? Na, weshalb denn? Entschuldigung, er hat Ihnen eine gemeinsame Zukunft versprochen. Sie haben es ihm geglaubt und er hat Sie eiskalt abserviert, wegen einer neuen. Ja,
Aber meine Befürchtungen dürften offenbar unbegründet gewesen sein. Also bin ich wieder heimgefahren. Das soll mir einer glauben. Auf jeden Fall ist das die Wahrheit. Ich hab den Günther nicht umgebracht. Das werden wir noch sehen. Also vorerst können Sie gehen, aber Sie müssen jederzeit für uns erreichbar sein. Ne? Jenny. So, bitte. Das wird vergessen. Ja, die Stunkel hat mit dem Patentamt geredet. Und was hat das Patentamt gesagt? Gesagt haben sie nichts, gefaxt haben sie was. Na, lassen Sie mal sehen. Aha, das Patent für dieses neue Bewässerungssystem ist schon zugelassen. Aber nicht auf die Petra Schwarz. Na, überhaupt nicht, sondern auf die Firma Teich und Garten und den Geschäftsführer Günther Zeiler. Dabei hat er angeblich seine Schwester das neue Filtersystem erfunden und entwickelt. Aber der Bruder wird schon gewusst haben, dass man mit sowas reich wird. Na, der hat ja dies unter den Nagel gerissen. Sieht so aus, als hätte er seine eigene Schwester ganz brutal hinters Licht geführt. Ne? Damit Geld machen kannst. Mhm. Hallo, die Herren. Hallo, Reitz. Herr Hattel, hätten Sie einen Augenblick Zeit für mich? Ja, selbstverständlich. Herr Hansen, wenn meine Frau sich inzwischen bei der Stockel gemeldet haben sollte, dann weiß ich ja, wo Sie sind. Ja. Ja. Danke, Herr Hansen. Ja, da nicht für. Bis gleich. Ja, worum geht's denn? Können wir das vielleicht in meinem Büro klären? Ach, ja. Entschuldigung. Danke. Bitte. Ja, um was geht's jetzt? Um etwas, das nicht nur mich, sondern mittlerweile auch Herrn 80er beschäftigt. Aha, was kann das sein? Ihre Küche. Meine Küche? Ja, da machen wir uns langsam etwas Sorgen. Das ist aber nett von Ihnen. Aber schauen Sie, Herr, das entwickelt sich alles wirklich ganz gut. Aha, das sehe ich etwas anders. Ja, weil Sie nicht wissen können, dass ich inzwischen das Problem von Geschirrspüler und das von der Farbe wirklich bestens im Griff habe. Wissen Sie, ich frage mich bloß, wie Sie das zeitlich alles schaffen wollen. Ja, schauen Sie, Herr Seitz, die Zeit muss man sich heute halt nehmen. Auch wenn man meint, dass man nebenher gar nicht mehr zu seiner Arbeit kommt. Sehen Sie, und genau das ist nämlich der Punkt. Wo die Routine und die Erfahrung zählen, und dann kriegt man das alles unter den Hut. Aber Herr Seitz, ich muss Ihnen wirklich sagen, das tut sehr gut, wenn ein Kollege bemerkt, dass man da ein bisschen unter Druck steht. Schönen Tag noch. Ja, aber... Ja, Sie wollte ich gerade holen, Kollege. Wir müssen zu Teich und Garten. Aha, gibt es etwa Neuigkeiten? Das kann man wohl sagen. Dann sagen Sie mal. Sie sind auch bei der Fachhochschule Rosenheim beschäftigt, Herr Schwarz. Und da gibt es ja auch eine Abteilung für anorganische Chemie. Und der Leiter von dieser Abteilung hat uns bestätigt, dass in der letzten Zeit Zyankali in Pulverform abhanden gekommen ist. Er wollte das aber nicht so an die große Glocke hängen, weil er den Code für den Giftschrank ganz fahrlässig in seiner Schreibtischschublade liegen hatte. Was jetzt passiert ist folgendes. Die Spurensicherung wird sich jedes ihrer Kleidungsstücke vornehmen. Und irgendwo werden die ganz sicher Spuren von dem Zyankali-Pulver finden. Das kann ich Ihnen sagen. Also, Herr Schwarz, ich darf sagen, es ist aus. Seit wann haben Sie von dem Patent gewusst? Vor ein paar Wochen, da komme ich ins Büro von meinem Schwager. Und da liegt diese Bestätigung auf seinem Schreibtisch. Auf dem Namen seiner Firma. Er wollte also ihre Frau um das Patent betrügen. Dieses gierige Schwein. Und nach dem Untrunk? Habe ich Absicht? Habe ich absichtlich mein Handy liegen lassen? Musste also
nochmal zurück und hab ihm in den Rest von seinem Cognac das Ziankali. Gut, Ihre Frau hat dir das gewusst. Nein. Also, Herr Schwarz, Sie sind vorläufig festgenommen wegen des dringenden Tatverdachts, Ihren Schwager Günther Zeiler ermordet zu haben. Bitte. Schwarz, kommen Sie mit. Ja, und was lernen wir jetzt daraus? Trotz Patent kein patenter Täter. Apropos, haben Sie Ihre geniale Küchenplanung eigentlich patentieren lassen? Na, aber das war eine Idee.